Ali legt sich im Bett von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macht sich, erklärt er sich für Shahid im Voraus für den Weg von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Der wird sterben für Rasulullah. Dass sie denken, dass Rasulullah unter die Bettdecke ist und dass sie nicht hinter Muhammad sallallahu alaihi wasallam rennen. Ali alaihi wasallam legt sich da im Bett und bereitet sich vor für den Tod. Und kommt Jibril, salamullah alaihi. Kommt Jibril, sagt manch einer, verkauft sich für die Wohlgefallen Gottes. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Manch einer verkauft sich für das Wohlgefallen Gottes. Das ist Ali alaihi salam. Muhammad, es gibt einen Hadith, auch nicht in schiitische Bücher, sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu Jibril, er sagt, wer ist von, bist du bereit für deinen Bruder zu sterben, für Mikael? Er sagt, nein. Er sagt, bist du bereit für Jibril zu sterben? Er sagt, nein. Er sagt, da ist jemand auf der Erde, der bereit ist zu sterben wegen Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dass diese in diesem Fall sagen, Jibril und Mikael sind hier runtergekommen, damit sie dabei Ali alaihi salam stehen. Und zu sehen, wie Ali alaihi salam bereit war für Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu sterben. Das ist Siddiq, der bereit ist zu sterben. Das ist Siddiq. Diese Namen, was sie geben an den anderen, das ist nicht Siddiq. Das sind nur hier selbst fabrizierte Namen, die mit denen überhaupt nichts zu tun hat. Deswegen sagt Ali alaihi salam, Anas Siddiq ul Akbar, ich bin der große Siddiq. Und wer außer mir das sagt, ist ein Lügner. Niemand. Beobachte das Lebensgeschichte von, die Lebensgeschichte von Imam Ali alaihi salam. Wie hat er gelebt? Für Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat er sich geopfert von Anfang bis Ende. Was ist das für einen Jungen, der 10 Jahre alt war, der nicht gespielt hat, der nicht weggelaufen ist, sondern er blieb mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeden Schritt. Und alles, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, sagt, ich bin dafür jetzt. Alles. Ob das in Khandaq, in diesem Bunkerschlacht, war Imam Ali alaihi wasallam. Kommt Amr ibn Udd al-Amir und sagt, ja Rasul, ja Muhammad, ich bin heiser geworden gegenüber deiner Gemeinde. Gibt es niemanden zwischen euch, der nach Paradies sehnt? Ich schicke euch mit meinem Schwert ins Paradies. Ihr sagt, wenn ich euch umbringe, geht ihr ins Paradies. Ich komme heute, ich bringe euch alle um. Schreit! Die Sahabe stehen alle, war Umar da, war Abu Bakr da und war Ali da. Die Geschichte sagt uns, wer ist Imam. Imam Ali alaihi salam steht da und Amr ibn Udd al-Amir steht oben. Das ist der mächtigste Araber in halb arabischen Inseln gewesen. Der mächtigste. Man sagt, wenn er vor 1000 Männer steht, die hauen ab. Und steht und die haben hier die Muslimen blockiert in dem Bunker. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, wer steht gegen diesen Mann? Kämpft gegen diesen Mann? Ich garantiere ihm den Paradies, wenn er tötet oder wenn er getötet wird. Man sagt, Ali war 15, 18, 20, steht auf, sag ich, ja Rasulullah. Er sagt, sitz mal, Ali. Nochmal, wer? Paradies, Angebot von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wer kämpft gegen diesen Mann? Guck mal, Siddiq, Ali ibn Abi Talib, salamullah alaihi. Das Siddiq, Ali, niemand anders. Er sagt, wer kämpft gegen diesen Mann? Ich bin der Prophet Gottes, subhanallah. Ich bin zwischen euch. Und Siddiq ist da, und Farouk ist da, und alle da, Zulnurein, alle sind da. Wer kämpft gegen diesen Mann? Ich garantiere ihm, dass er ins Paradies geht, wenn er tötet oder wenn er getötet wird. Das heißt, töte mal diesen Mann und lieb mal, wie du willst. Ich habe schon garantiert für dich, dass du ins Paradies gehst. Was für ein Angebot ist das? Oder wenn er dich tötet, gehst du sofort ins Paradies. Stille. Kein Mensch, Ali a.s. steht auf, ich, ja Rasulullah. Sitz mal, Ali. Nochmal, noch ein Angebot, dreimal. Drei Chancen macht dir der Prophet Gottes und garantiert dir dein Paradies, dass du dahin gehst. Nur, dass du vor ihm stehst, dass du gegen ihn kämpfst. Zittern. Alle zittern, still. Ali a.s. sagt, ich, ja Rasulullah. Er sagt, geh mal zu ihm. Barazal imanu kullu ala shirki kulli. Das heißt, die ganze Glaube ist gegen ganz Schirk aufgetaucht.
ist erschienen. Das heißt, diese ganze Glaube ist Imam Ali a.s. Stell dir mal vor, ein Knabe, ein junger Mann, ist die ganze Glaube von Rasulullah s.a.w. Rennt zu dieser ganzen Unglaube. Warum? Ganze Unglaube. Weil er sagt, ich bin gekommen, damit ich euch ausrotte. Und die Muslimen haben verloren normalerweise. Und man hört sogar die Herzen, wie sie geschlagen haben. Stehen sie da und zittern. Deswegen sagt Rasulullah, jetzt kommt die ganze Glaube gegen diesen ganzen Unglauben. Imam Ali a.s. steht gegen diesen Mann. Das ist Siddiq, Ali ibn Abi Talib, salamullah alayhi. Das heißt, hat er an das Paradies geglaubt, ohne zu sterben. Hat das Paradies gesehen, ohne zu sterben. Hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam geglaubt, hat bestätigt das, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat mit seinen Auftreten gegen diesen Mann. Das war der Siddiq. So steht er gegen Amr ibn al-Amr. Amr sitzt auf dem Pferd und Ali steht auf seinen Beinen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam guckt Ali alaihi wasallam an und sagt, Muhammad, hast du nur diesen Jungen? Hast du keine Männer mehr? Imam Ali alaihi wasallam sagt, wie gesagt, jetzt kurze Rede, langen Sinn. Komm jetzt zur Sache und rede nicht darüber, ob ich klein bin oder groß. Er sagt, wer bist du? Er sagt, ich bin Ali ibn Abi Talib. Er sagt, dein Vater Abu Talib war mein Freund in Jahiliyyah. Und ich mag dich nicht töten. Er sagt, aber ich mag dich töten. Obwohl, dass mein Vater dein Freund war. Er sagt, was ist da? Er sagt, ich werde aber nicht gegen die anfangen. Ich fange nicht an. Aber ich mache dir Angebote. Er sagt, welche? Er sagt, entweder nimmst du deine Armee und gehst du zurück. Oder kommst du mit uns in die Gemeinde. Oder kämpfst du. Er sagt, dass ich meine Armee zurückgehe, was werden die Frauen über mich sagen? Und dass ich hier die Gemeinde eintrete, ich glaube nicht an deinen Prophet, ich glaube nicht an eure Religion. Dass ich gegen dich kämpfe, du bist ein Junge. Und dein Vater war Freund. Er sagt, hast du keine andere Möglichkeit. Nimmt sein Schwert, er ist auf dem Pferd. Haut der Imam Ali a.s. zurück, fällt er zu Boden. Sein Bein war geschnitten, sagen die. Und als er zu Boden fiel, spuckte er ins Gesicht von Imam Ali. Guck mal, dieses Siddiq, salamullah alayhi. Siddiq nicht nur gegen Muhammad gegenüber, sallallahu alayhi wa sallam, sondern Siddiq mit Allah, subhanahu wa ta'ala. Imam Ali, alayhi salam, wanderte hin und zurück. Und Omar, komm, schlag zu, ja Ali, schlag zu, der liegt auf dem Boden. Die gucken nach den Schätzen, was er hat. Dass er mit Gold bekleidet war, dass er mit Juwelier voll geschmuckt war, so dahin haben sie geguckt. Und Imam Ali a.s. geht hin und zurück und alle Muslime guckten. Imam Ali a.s. kommt und haut ihn, tötet ihn. Muhammad s.a.w. sagt, diesen Schlag von Ali ist gleich wie das Gottesdienst von den Menschen und von Jinn. Das heißt, wie viel beten die Geschöpfe? Wie viel dienen sie Allah subhanahu wa ta'ala, die Geschöpfe? Ist genau wie dieser Schlag von Ali a.s. So. Fragt die Rasulullah s.a.w. sagt, ja Ali, sagt was? Sag, warum bist du hin und her gegangen, als er ins Gesicht gespuckt hat? Er sagt, weil er, als er mich ins Gesicht gespuckt hat, war ich wütend. Bin ich hin und her gewandert oder hin und her gegangen, damit mein Wut weggeht, dass ich ihn nur für Gottes Wut umbringe. Das ist der wahre Islam, das ist Siddiq al-Akbar, Ali ibn Abi Talib a.s. Jede Bewegung von Imam Ali a.s. ist kompletten Islam, ist sauberen Islam. Muhammad s.a.w. kommt nach Mekka, öffnet Mekka und die Mushrikin liegen vor Muhammad s.a.w. haben Angst. Sag, ja Rasulullah, ja Habiballah, nun du bist gekommen, jetzt haben wir verloren. Du kannst jetzt alles, unser Leben liegt alles nur in deiner Hand. Was sagt Rasulullah? Er sagt, geh mal, ihr seid freigelassen. Rasulullah war Rahmat, war Barmherzigkeit. Nicht Angriffe überall und Terrorismus. War Barmherzigkeit, die liegen vor seinen Händen. Abu Sufyan und die ganzen Mushrikin, Vater von Muawiyah und seine Mutter und was weiß ich, die ganzen Mushrikin, diese ganzen Dreckmenschen stehen vor Rasulullah und geben auf.
Muhammad sagt, ihr seid freigelassen. So.